Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS22 hier auf meinem Kanal. So, wir haben hier eine sehr coole Map, die Erlengrad, wenn mich das nicht täuscht. Bin mit den Maps noch nicht so richtig am Start, aber ist ja alles okay. So, wir haben hier einmal so ein Schneidding. Damit können wir. Also Mähwerk. Schneidding. Nicht so dumm. Ein Traktor, nochmal ein Trecker. Und nochmal ein. Und irgendwo steht doch auch noch. Ach. Okay, also haben wir überhaupt ein Feld? Nö. Dann würde ich mal sagen. Was ist denn jetzt gerade am Tarif? Okay, Feld 18 und Feld 19. Und was ist auf Feld 18? Okay, Weizen und Raps. Dann kaufen wir uns jetzt erstmal einen Drescher. Aber ich glaube, dass das Geld landet, ja. So, dann brauchen wir noch ein passendes Schneidwerk dazu. Das hier. Na gut, jetzt haben wir halt kein Geld mehr. Aber dann können wir wenigstens anfangen damit. Ja, perfekt. Mache ich auch immer. Also, ja, Kontostand gleich 0. Schön, dass ich das anhängen darf. So, und jetzt fahren wir mal zum Hof. Ach, Quatsch, wir müssen ja gar nicht zum Hof. Das hier ist ja mein Feld. Aber, also, wir haben die Felder natürlich noch nicht gekauft. Ich muss einen Kredit aufnehmen. Na toll. Aber, naja, wie viel brauchen wir, wie viel kostet das Feld? Das kostet hier 180, also gut. Kredit von 108. Leihen wir uns mal mit 1000. Nee, Quatsch. Wir brauchen 100.000. Ah, das wird teuer. Hier, nehmen wir 200. So, dann kaufen wir das hier einmal für 180.400. Ja, wir kaufen. Und dann halten wir die Zapfwelle ein und legen die Kabel an. Und dann könnte es eigentlich schon losgehen. Ja, perfekt. Geht einmal darum. Lassen wir den mal fahren. Oder guck mal, wir machen das selber. Und ja, ich finde den LS22 relativ schön. Die Grafik ist manchmal ein bisschen blöd. Also die Grafik sieht man halt manchmal nicht so cool aus, aber das ist so. Da kann man auch nichts daran ändern, glaube ich. Also sicher könnte man irgendwann was dran ändern, aber naja. So, und dann hier der Multiplayer ist sehr geil. Nämlich wenn du welche Mods hast, die der andere nicht hat, kannst du trotzdem mit ihm spielen. Das ging ja im LS19 auch. Und ich finde halt einfach hier an Karten neue Sachen. Hier, das ist zwar eine ältere Marke, die es schon ein paar Mal gegeben hat. Aber ja.
es gibt halt auch verschiedene neue Marken. Da würde ich sagen, lassen wir das mal den Helfer machen, bis der Kontakt voll ist. So, dann hängen wir das Gewicht noch hinten an. Aber wobei, das Gewicht könnten wir auch eigentlich da lassen. Das Gewicht brauchen wir auch. Dann packen wir das Gewicht mal hier hin. Und dann setzen wir uns mal vor den Anhänger und schauen mal, was in unserem Video drin ist. Aber wahrscheinlich nicht viel, weil wir haben ja bloß ein Feld gehabt. So, Kabel sind dran. Dann packen wir den Frontlader ein bisschen nach oben und fahren dann mal zu unserem Feld. So, der Helfer hat einen vollen Korntank. Dann packen wir hier mal den Helfer auf. Nein. Falscher. Dann packen wir hier mal den Helfer raus, setzen ein Stück zurück und fahren mal das Rohr aus. Hallo? Stopp! Nein, nicht der Helfer. Ich möchte das Rohr draußen haben. Hey. Was kannst du eigentlich? Fängt das schon mal gut an hier. So, dann fahren wir mal gut drunter und laden ab. Hallo? Was ist das? Ja. Wir müssen jetzt erstmal zur Mühle fahren. Und dann müssen wir weiter gucken. Wobei, eigentlich, wenn ich da bin, ist ja der Helfer schon voll. Dann könnte ich da mal gucken, was der für mich bereithält. Hupe mal zurück mit dem ganzen Auto. Aua, warum leckt es jetzt? Bisschen komisch. Ja gut, dann... Toll. Dann gucken wir mal noch nach dem Drescher. Weil der ist ja auch gleich wieder voll. Ja, der hat vollen Kontakt. Dann fahren wir einfach mal zu ihm und lassen mich nochmal beladen. Da gibt es schon mal mehr Geld. 80.000 Liter Korn dabei und das bringen wir zur Mühle. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit mit, wir könnten das Ding ja auch zum Supermarkt bringen. Allerdings kriegen wir beim Supermarkt weniger Ertrag und weniger Geld. Weniger Geld, Mann. Und dann bringen wir es lieber zur Mühle, weil mit Felsbrocken den... Ich habe keine Ahnung, wo der hin verschwunden ist. Ich weiß es nicht. Wo ist der? Auf der Karte wird angezeigt, da ist er. Ich stimmt nicht. Da ist kein. Da ist nicht mal irgendwas. Gut, dann fahren wir es hier hin. Okay, 6.709 Euro. Das allein durch die Einnahme der Ernte. Und ich habe jetzt nicht großartig Sachen verkauft, nur ein bisschen Sachen. Also, einen Kredit aufgenommen, ja klar. Aber, ja. Der hat schon wieder 80%. Achso, wir haben ja gar nicht. Wir haben den ja gar nicht leer gemacht. Halt einmal. Dann fangen wir einfach hier an der Linie. Deswegen war schon. Okay. Dann
werden jetzt mal hübsch Ballen gemacht. Wenn ich ihn geil stehen lassen würde. Sammeln wir nachher noch einen. So, dann mal. Los, ihr Ballen. Ja. Das wird ein Spaß. Das wird ein schöner Spaß. Den Ballen aufzusammeln. So, da. Okay, gleich kommt der erste Ballen raus. Finde ich gut. Guck, sie hupt schon. Blöp. Ja, ist gut. Kannst auch mit hupen. Schön. So, unser erster Rundballen, den wir hier haben. Dann geht's gleich weiter. So, ich habe jetzt hier mal schon ein paar Ballen gepresst. Wir machen jetzt die Reihe noch runter. Und dann laden wir nochmal den Mähdrescher auf. Ich habe das Ding noch offen gelassen. Okay. Egal, das mache ich das nächste Mal. Ausschalten. So, dann betanken wir noch den Anhänger und dann, ja, dann werden wir weitersehen. So, jetzt bringen wir das bisschen noch zur Mühle und dann, ja, war's das. So, jetzt noch das zur Mühle bringen und dann ist gut für heute. Haben wir auch schon wieder gut was geschafft. So, jetzt fahre ich da schnell rum, bevor die KI mich wegbatscht. So, 114.000. Wir haben sogar mehr gekriegt als vorhin. Vorhin haben wir 0,9, glaube ich, gekriegt. Und jetzt haben wir 3,1 gekriegt. Jo, dann würde ich sagen, war's das mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.